Manchmal ist aber die Zeit auch da, Hierarchien oder neue Dinge anzugehen. Und Jogi Löw ist der Bundestrainer. Ich denke, wenn er so entschieden hat, für sich einen neuen Weg zu gehen mit der Mannschaft, dann soll er das auch genauso fortführen. Es geht darum, eine erfolgreiche EM zu spielen. Ist doch klar. Ich glaube, Jogi Löw ist der Letzte, der sich keine Gedanken darüber macht, hier Thomas Müller oder Boateng zurückzuholen. Der denkt viel über den Fußball nach und er denkt darüber nach, wie kann er die Nationalmannschaft am besten aufstellen. Und wir können ja alle dann nach dem Turnier daran messen, ob es erfolgreich war oder nicht. Ich habe die Hoffnung, dass die Nationalmannschaft es meistens geschafft hat, vor so einem Turnier die Zeit zu nutzen, um eine Mannschaft zu finden, um eine Hierarchie zu bilden, um einen Kern zu finden, um dann erfolgreich begeisterten Fußball zu spielen. Und das würde ich mir wünschen.